Was haben wir als nächstes auf unserer abzuarbeiten Liste? Bridge Builder Adventure. Ein Spiel, das ich für 2,99 im eShop gekauft habe, weil ich mir dachte, Bridge Builder kann man nichts falsch machen. Schauen wir mal, ob es stimmt. Ich muss den Titel noch, den Spieltitel schnell verändern und das updaten. Bridge Builder Racer Project Adventure gibt's irgendwie nicht. Verdammt. Ich hasse das, wenn das passiert. Wenn Twitch die skurrilen Titel, die ich spiele, nicht kenne, dann gebe ich einfach nur Bridge Builder ein. Das ist nicht falsch. Okay, machen wir das. Oh, du gut, dass das Tutorial so lange angezeigt wird. Ich weiß total, wie man steuert. Naja, wie kompliziert kann das sein? Oh nein, er hat einen Schlüssel. Und... Was? Ich kann der Story nicht folgen. Die Handlungsstränge sind mir hier zu komplex. Ich krieg nichts mehr mit. Hast du eigentlich Einfluss drauf, ob wir als Zuschauer die Videoqualität einstellen können? Leider nicht. Leider überhaupt nicht. Das ist wirklich doof. Wenn viel los ist auf Twitch, dann wird diese Option, diese Möglichkeit, Streams mit sehr vielen Zuschauern vorbehalten. Und die kleineren Streams können nur in der gesendeten Qualität empfangen werden. Dann kann man nichts umschalten. Leider. So, willkommen. Bau eine Brücke und sammel den Schlüssel. Ich glaube, das ist bis jetzt ziemlich leicht. Ich baue eine Brücke von hier nach hier. Und dann machen wir eine kleine Rampe, weil why not? Oh, es geht nicht. Hey, keinen Spaß darf man haben hier. Das geht ja schon mal gut los. Element-Kreationsprozess anhalten. Gut. Ah, muss ich jetzt auch Pfeiler bauen, damit die nicht einstürzt. Ich verstehe. Mit einer Hängebrücke oder so. Aha, okay. Simulation starten. Yes! Wir sind der Beste. Drei Sterne! Yeah! Ja, ich meine, ist halt ein Bridge-Builder-Spiel, oder? Was soll man... Was... Okay. Entferne dieses Element, indem du auf ihren Zerstören-Button drückst. Die Übersetzung ist interessant. Wo ist denn ihren Zerstören-Button? Wie? Aha. Denk dran, unterschiedliche Materialien zu verwenden. Verwende Straßen- und Holzelemente. Okay, Straßenelement kommt hier hin. Und Holzelement kommt hier hin. Und los geht's. Sagenhaft. Harter Modus freigeschaltet. Weiter geht's. Dreieckige Strukturen machen die Brücke sehr stabil. Ja, ja. Ach so, war der einfach und schneller zu bauen. Kannst du automatische Dreiecke bauen. Autodreieck umschalten, linker Stick. Wähle Holz und probier's aus. Holz, linker Stick, Autodreiecke aktivieren. Ah, warte mal, da unten, Dreieck an. Ah, ich verstehe. Okay, warum nicht? Nette Komfortfunktion. Nehmen wir. Machen wir hier noch eins, oder? Ist doch schön. Sieht besser aus. Los geht's.
Okay, bis jetzt alles sehr simpel. Jetzt könnte es mal losgehen von mir aus, das Spiel. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir jetzt mal lustige Physik sehen. Und alles explodiert und so. Oh, jetzt haben wir schon ein schwereres Gefährt hier. Okay, das ist besser. Also, jetzt machen wir mal eine Straße. Jetzt ist auch ein bisschen steil bergauf. Naja, immerhin. Immerhin. Machen wir erstmal eine Straße hierher. So, jetzt nehme ich Holz. Machen wir Dreieckmodus an. Das ist gar kein Dreieck. Du lügst. Okay. Und jetzt schauen wir mal. Okay, immer noch. Die sind sehr stabil, diese Brücken. Ich hoffe, da kommt noch was. Aber das Gefährt ist cool. Das hätte ich gern. Vielleicht sollte ich mal den Hard-Modus probieren. Ich weiß nicht, wie das geht. Habe ich jetzt den Hard-Modus? Y. Harter Modus. Ah, dann wird das Gefährt schwerer. Dann kriegst du Gepäck. Schauen wir mal, ob unsere Brücke auch im harten Modus standhalten kann. Oh, ja, ohne weiteres. Schade eigentlich. Ich hätte gehofft, dass die jetzt explodiert. Na dann. Tipp auf den Verbindungspunkt und halte ihn eine Sekunde lang, um ihn zu bewegen. Okay, alles klar. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das hält nicht, oder? Doch. Mein Gott. Hey, hat der eigentlich wirklich jedes Mal ein anderes Gefährt? Das finde ich irgendwie cool. Hat sich da wirklich jemand hingesetzt und 100.000 verschiedene Goblin-Gefährte gebaut? Nee, die werden sich bestimmt wiederholen. Story! Muss jetzt echt aufpassen. Sonst verpasse ich den Plot. Wow! Verrückt! Er ist über eine Brücke gefahren. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Nicht schlecht. Well played. Oh, das könnte ein bisschen steil werden, aber wir brauchen den Schlüssel, deswegen mache ich das so. Holz. Oh yeah, das ist gut. Warte mal. Yeah. Maximale. Oh oh, Budget überschritten. Das sieht nicht gut aus. Außer... Schauen wir mal. Ja, hier mit seinem kleinen Auto. Oh, ich hoffe jetzt echt, dass der Schwierigkeitsgrad mal anzieht. Das ist sehr einfach bis jetzt. Kommt bestimmt gleich. Aber das Tutorial, wenn man es so nennen will, dauert mir persönlich jetzt ein bisschen zu lange momentan. Dürfte ein bisschen flotter sein von mir aus, das Spiel. Mit Schwierigkeitsgrad, Entwicklung. Schön. Eine schöne Brücke ist es auf jeden Fall. Ja, jetzt wird es schon langsam wobblig. Jetzt wird es schon langsam interessant. Jetzt kommt nämlich komische Wobbelphysik ins Spiel. Darauf habe ich gewartet. So muss das sein. Nutze Seile. Okay. Aber erstmal eine Holzbrücke. Und jetzt nutzen wir Seile. Ich glaube, den kann ich mir eigentlich sparen, oder? Ja. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Bin gespannt. In der Mitte hängt es ein bisschen durch. Oh oh, ich habe eine Venusfliegenfalle draus gemacht. Na gut, dann brauchen wir wohl mehr Seile. Hängen wir mal noch ein Seil hier hin. Und dann schauen wir mal. Kann der nicht zu Fuß gehen? Nur mal so als Vorschlag, Goblin-Retter. Deine Autos sind so langsam und die Brücken so instabil. Geh doch einfach zu Fuß. Dann baue ich dir super billige Brücken. Wir kriegen immer 3-Sterne-Wertungen. Oder? Voll cool. Vielleicht ist er einfach nur faul. Er hat halt keinen Bock. Ich kann das verstehen.
1, 2, 3, 4 und zack. Das brauchen wir nicht, glaube ich. Hier ein Seil. Und da ein Seil. Und den da. Und den da. Und jetzt müsste es schon passen. Oh, warte mal, wir kriegen den Schlüssel gar nicht. What a twist. Na dann. Alles zurück. Alles zurück auf Anfang. Stimmt gar nicht, nicht alles. Die Stahlkriecher kommen. Lauft. Die Chat-Invasion hat gestartet. Ob das geht? Das geht unmöglich. Aber ich glaube, ich kann mir nicht so viele Seile leisten, oder? Budget überschritten. Na, dann muss das gehen. Dann muss das funktionieren. Da springt er doch drüber, oder? Ja. Wahrscheinlich könnte ich sogar... Das muss ich testen. Hey, Toxic, hallo. Wartet mal, das muss ich kurz testen. Dann müssen wir nochmal machen. Ich glaube, ich kann die Brücke optimieren ein bisschen. Wir können das da, glaube ich, komplett rausnehmen. Und wahrscheinlich funktioniert sie immer noch. Bin mir aber nicht sicher. Na, easy. Oh, gibt trotzdem nur einen Stern. Ah, ich verstehe. Wenn man die drei Sterne haben will, dann wird es interessanter. Und was ist, ups, wenn ich das Seil hier rausnehme? Da sagt mir gleich die Stimme vor lauter Waghalsigkeit. Oh, gut. Cool, cool. Es gibt immerhin zwei Sterne, aber... Okay, schon langsam macht Spaß. Gut. In allen Farben und Formen kommen sie, die Stahlkriecher. Im Discord-Chat, für alle, die es nachträglich auf YouTube gucken. Puh, wo hängen wir denn jetzt? Mal schauen, ob das reicht. Könnte funktionieren, ist aber ein bisschen... Weiß auch nicht recht. Ich glaube, das schafft er noch. What? Game over? Ich habe einen Luftballon. Das hat mir das Tutorial überhaupt nicht gesagt. Das ist ja super. Können wir eine fliegende Brücke machen, komplett ohne... Luftballons sind so nutzlos. Ich hasse die Dinger. Wir haben außerdem Stahlträger. Ich mach mal Stahlträger da unten dran. Oder so. Okay, die Stahlträger sind absolut nutzlos. Aber jetzt noch ein Luftballon. Und hier vielleicht auch noch ein. Und jetzt aber. Luftballons, ich zähle auf euch. Kommt schon, das ist ein winzig kleiner Goblin in einem winzig kleinen Goblin-Auto. Wie schwer kann das sein? Kann ich mehrere Luftballone in einen Knoten halten, binden? Ja. Ich meine, das wird nicht gerade jetzt hier 3-Sterne-Deluxe-Wertung. Aber wenn es funktioniert... Ah, komm schon. Ja, es ist eine Einwegbrücke. Die muss nur einmal halten. Ah, Luftballons. Ich bin enttäuscht von euch. Schade, schade. Aber das kriegen wir schon hin. Hallo, Ferdahock. Der Gold- und der Silberkriecher sind das. Ach so, natürlich. Logisch. Der Ultimative ist der Stahlkriecher. So, ich glaube, ich nehme hier hinten einen Luftballon raus. Und bind dafür hier vorne... Oder hier noch einen dran. Los geht's. Ah, das ist ja noch schlechter als vorher.
Dann binde ich hier doch nochmal einen Luftballon. Ich meine, wir haben ja Budget. Ich hätte es nur gern mit 2 Sternen wenigstens abgeschlossen, weil ich keine Ahnung habe, was die Sternewertungen überhaupt bringen. Vielleicht sind die komplett nutzlos. Aber ich will es rausfinden. Budget überschritten. Ich glaube, ich mache wieder ein paar Luftballone weg. Mir kommen die Luftballone ehrlich gesagt nicht so super duper nützlich vor, oder? Aber die Stahlträger haben mich auch enttäuscht. Oh, Stahlträger sind teuer. Vielleicht sollten wir doch lieber mit Holz von hier an arbeiten. Ja, schauen wir mal. Ach was. Auf einmal ist das so stabil hier. Was das ausmacht. So ein bisschen Holz. Cool, das war jetzt eigentlich ein ganz cooles Physikrätsel-Dingens hier. Das erste Level, das jetzt ein bisschen fordernder war. Ausgezeichnet. Immer diese actionreichen Cutscenes. Was die wohl gekostet haben, Mensch. Krass, krass. Ich glaube, ich mache hier einfach eine Sprungschanze. Und fertig. Mehr machen wir nicht. Und ich versuche das einfach mal hier mit Holz zu stützen. Ja, warum nicht? Das sieht doch gut aus. Los geht's. Ah, sieht nicht ganz so gut aus, wie ich dachte. Ich wusste nicht, dass die Holzdinger aus Gummi sind. Okay, dann machen wir halt einfach hier auch noch einen rein. Das jetzt aber, wenn das nicht stabil ist. Yeah, da bewegt sich fast nichts. Ja, jetzt wird's immer cooler. Ich war die ersten 5 Level skeptisch, dass das noch was wird, ehrlich gesagt. Weil Aufmachung und Stil ist nicht meins. Aber jetzt werden wenigstens die Bridge-Builder-Rätsel quasi cool. Oh oh. Luftschiffe. Ausrufezeichen. Gefahr. Schock. Irre. Jetzt haben wir ein Hindernis, um das wir rumbauen müssen. Ach, das ist doch schön, oder? Das ist doch schön. Kojima wird blass vor Neid, ja, aber wirklich. Da kann so manches AAA-Spiel noch was lernen von dem Spiel. Zum Beispiel, wie man Brücken baut. Das können die wahrscheinlich nicht so gut. Ah, der fährt vorher durch und macht quasi meine Brücken kaputt, wenn ich da reinbaue. Ah, na komm schon. Bisschen mehr PS bitte in dein Goblin-Auto. Du hast ja kleine Düsenantriebe hinten. Was? Also, naja. Okay. Egal. Hauptsache geschafft. 3 Sterne. Deluxe. Sprung habe ich doch schon gemeistert, liebe Tipps. Das hatten wir doch schon. Aber hey, ohne Witz, die haben sich was einfallen lassen zumindest. Das ist nicht üblich für so Bridge-Builder, dass man so Sachen machen muss. Bei vielen kann man es eher machen, aber ist gar nicht unbedingt gewollt oder so gedacht. Und hier ist es zum Spielprinzip gemacht worden, dass man abgefahrenes Zeug baut. Das finde ich schön. Ich muss aber auch sagen, ich habe seit wahrscheinlich 20 Jahren keinen Bridge-Builder mehr gespielt. Also, da kann sich viel verändert haben in dem Genre seitdem. Cool. Das hat nicht funktioniert. Sag mal, steuere ich irgendwie die Kamera mit meinem Controller? Ich mag Bewegungssteuerung nicht. So, das Ding ist gebrochen. Wir haben eh noch so viel Budget. Ich mache hier Stahlträger rein. Oh, zu teuer. Ah, so geht's. Na dann. Ist halt blöd, ne? Weil der da... Ich glaube, ich sollte den... Ich weiß schon. Wir müssen einfach hier das ein bisschen steil... weniger steil machen. Ich habe die Fahrbahn total falsch geplant im Grunde. Warum überhaupt geht die nach unten? Das macht eh keinen Sinn. So geht die. Reicht das schon? Nee, das reicht nicht. Ich mach das noch.
Dann macht aber das hier überhaupt keinen Sinn hier. Nichts macht hier Sinn. Ah. Brücken bauen will gelernt sein. Okay. Okay. Jetzt aber. Jetzt wird's zu teuer schon. Ach, komm schon. Das kann unmöglich funktionieren. Ah! Ich meine, es ist eine Schanze. Aber in die Hölle. Ich kann hier einen Luftballon aufhängen noch. Ich kann noch ein paar Luftballons aufhängen, wenn es hilft. Die bringen nicht viel, haben wir schon gemerkt, aber vielleicht genug. Ah, wenn die Decke nicht gewesen wäre. Wenn die Decke nicht wäre. Wenn er nicht gegen die Decke gefahren wäre. Hätte es vielleicht funktioniert. Schade, schade. Vielleicht mache ich den letzten Luftballon absichtlich weg. Damit der nicht so... Damit er gerader wegbricht, wenn er schon wegbricht. Oh ja! Ich finde, das zählt. Nein! Du blödes Dingens, du Gefährten, Tuten, Duden, Mensch. So. Das. Jetzt aber. Schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall anders. Aha, und wie? Oh, wie sanft er jetzt abgesetzt wird. Schön. Die perfekte, sanfte Absetzbrücke oder so. War alles so von vornherein ingeniert, durchdacht. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich eine Rampe wieder bauen, schätze ich mal. Aber diesmal fangen wir ihn hier hinten vielleicht noch auf, quasi. Könnte sein, dass das so gedacht ist. Okay, und hier benutzen wir Seile und hängen die Bahn einfach mal auf. Das könnte sogar einigermaßen funktionieren. Nie im Leben. Das ist zu leicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, wunderbar. Kaum was gebrochen. Ah, jetzt kommt wieder böser Bohrbob. Bohrbob, der Brückenzerstörermeister. Den mögen wir nicht. Kann ich das so bauen? Wahrscheinlich kann ich das so bauen, oder? Na, schauen wir mal, wie das hält. Knapp. Meisterlich. Na, schade. Man sieht es eh schon in der Karte, wie viel man kriegt. Oh, wir kommen in ein Eislevel. Jetzt wird's cool. So wie meine Wortwitze. Soll ich ihn einfach durchfahren lassen hier? Und fertig. Und hier machen wir ein Gerüst. Ein Gerüst, das die Welt in ihren Grundfesten erschüttern lässt. Womit man Gerücht. Ein Gerüst sollte doch eigentlich genau das Gegenteil tun. Und jetzt noch ein paar Seile. Oder vielleicht sogar nur ein Seil. Ja, es könnte ein bisschen knapp werden. Ah! Knapp. Dann hängen wir hier halt noch ein Seil auf. Aber jetzt muss es reichen. Was ein so ein Seil ausmacht, ne? Krass.
Oh, danach kommt die Pilzwelt. Ob wir da Mario finden? Ob wir die Prinzessin retten? Würde ja passen. Wie war das? Genau. So. Das ist aber verzwickt. Aber vielleicht kann ich das als Ablagepunkt nutzen da unten. Ich hoffe, die Physik funktioniert so, dass das, auch wenn es keinen Fixpunkt hat, auf dieser Plattform ansteht einfach. Ich glaube, das ist so. Cool. Blödes Spinnenbot-Auto. Hier ist es, glaube ich, zu steil einfach. Machen wir es lieber hier steil. Das macht viel mehr Sinn. Ich glaube, ich mache das nochmal. Ich muss das nochmal ein bisschen neu konstruieren hier. Was ist, wieso? Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, das wird ziemlich bekloppt und wird überhaupt nichts bringen. Finde ich gut. Oh, das wäre so schön gewesen, wenn die so stehen geblieben wäre, die Brücke. Schade. Dann hängen wir hier noch einen Luftballon. Einen niedrigen. Wenn er niedrig fliegt, sollte das funktionieren. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Solche Brücken mag ich am liebsten. Einwegbrücken waren mir schon immer die liebsten in so Bridge-Builder-Spielen. Die nur ein einziges Mal drüberfahren erlauben. So. Moment mal, wo ist denn der Schlüssel? Ach so, da ist er. Ich war gerade verwirrt. Ich habe noch nie gesehen, dass da oben im Bildschirmrand der Schlüssel eingeblendet wird. Ich dachte, wir müssen jetzt da irgendwie hoch und... Hä? Nee. Nix. Alles cool. Mein Gott, sind das viele Verästelungen. Ist das denn wirklich notwendig? Ja, anscheinend ist sogar noch mehr notwendig. Ups. What? Ah ja, stimmt eigentlich. Warum baue ich nicht manchmal einfach auch ein bisschen über der Brücke? Weiß nicht, ob das jetzt was bringt, aber schauen wir mal. Doch, das hat gerade genug Stress abgefangen, die beiden Streben. Sagenhaft. Ach, das ist ein nettes Spiel. Die 2 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, bereue ich nicht. Nö. 2 Euro ist hier der perfekte Mitnehmpreis. Da kann man nichts sagen. Okay. Let's go. Das ist natürlich jetzt schon ein anderes Kaliber, aber kein Problem. Ach, Goblins, könnt ihr nicht was Fliegendes bauen beim nächsten Mal, wenn ihr schon so fancy Gefährte habt? Oh oh, jetzt kommt ein Schiff. Da müssen wir jetzt drüber. Okay. Schauen wir mal. Oh, verdammt, wie soll ich denn das jetzt hier abstützen? Denke ich mir gerade. Ich kann drunter gar nicht so viel bauen, ne? Das wird tricky. Dann werde ich hier jetzt wohl oberirdisch bauen müssen. Und am besten gleich hier noch einen Ballon dranhängen. Und dann schauen wir mal. Schade, ey. Das wäre gut, aber scheinbar rammt uns der hier das da weg. Mist. Ja, das ist jetzt, das ist wirklich schade. Das wär so schön gewesen. Es hätte, glaube ich, sogar funktioniert. Jetzt wird es wieder ein bisschen... Ach nee, du. Ist er überhaupt derjenige? Ich meine, den Schlüssel kriegen wir. Rammt er das überhaupt weg? Ich glaube, das sinkt einfach zu schnell nach unten. Das da hinten bricht nämlich anscheinend. Oder hier ist zumindest rot markiert.
dann schiebe ich das mal wieder zurück, wo es herkam. Ich muss, glaube ich, nur verhindern, dass das nach unten sinkt. Deswegen brauchen wir mehr Ballons. Und wenn es vom Budget her geht, vielleicht hier noch ein bisschen Hilfsgestell. Ach, schade. Naja, schauen wir mal. Ja, 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 das hat funktioniert. Ah, aber das nicht so ganz. Hey, ich habe einen Plan, Goblin. Kleben wir doch die Ballons an dein Auto. Wäre das nicht eine also, ich meine, oder? Das wäre doch gut. Ich glaube nicht, dass der genug Momentum zusammenkriegt. Aber versuchen wir es mal so. Das Spiel ist so gemein. Das Spiel ist so gemein zu uns. Jetzt hau ab mit deinem Siegel. Oh, das glitscht durch. Aber gut. Spring, Goblin! Nein. Es ist so knapp. Es ist so knapp. Das gibt's doch nicht. Okay, wartet mal. Ach verdammt, wir haben fast kein Budget mehr. Dann macht das alles keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück ans Reißbrett. Ich glaube, das wird so nichts. Kann ich alles löschen? Alles löschen. So, nochmal von vorne. Also, vielleicht müssen wir schneller, in dem Fall jetzt ein bisschen steiler werden. Können aber dann wieder flacher werden. Wie meine Witze. Und jetzt... haben wir jetzt schon kein Budget mehr. Und das Ding... Ja, mach sein Schiff fertig! Ah. Aha! Weil das da hinten, da unten auch überhaupt nicht... Das ist ja überhaupt nichts, was wir da gemacht haben. Das ist ja ein Witz. Ah, das hält niemals. Das bricht schon unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Das ist jetzt echt knifflig irgendwie. Die roten Superzündis, das wäre gut. Ja genau, wirf sie rein. Wahrscheinlich reißt er die Brücke dann erst recht mit. Okay. Es ist vielleicht doch ein bisschen, ich weiß nicht genau, ein bisschen schlecht, würde ich fast behaupten, was wir da konstruiert haben. Habe ich da flache Witze gehört? Ja, wie in Animal Crossing. Ich mag ja den Humor. Ah! Ich bin so in Animal Crossing versunken jetzt, also zumindest wenn ich Zeit habe. Das ist schon echt ein sehr nettes Spiel. I like it. I think it's freaky and I like it a lot. Und ich habe jetzt am Anfang, weil der Einstieg ins Spiel hat mir echt ein bisschen zu lang gedauert, ein paar kleine Zeitreisen gemacht. Ich habe ein bisschen gecheatet. Aber nur ein bisschen. Nur ein paar Tage mal vorgespult, damit wenigstens das Museum mal steht und so. Aber jetzt höre ich auf damit. Jetzt gibt es keine Zeitreisen mehr. Jetzt wird das straight hardcore, so wie es Gott vorgesehen hat, also Nintendo Gott, durchgespielt. Hey, ich schaffe das nie im Leben. Game over. Wir sind, das gibt's. Ah, warte mal. Ja. Wie soll denn das funktionieren? Bin ich geklopft? Bin ich bescheuert? Das könnte funktionieren! Das könnte funktionieren! Das ist ganz neue Möglichkeiten, die sich hier gerade auftun. Machen wir mal eine steilere Schanze und dann schauen wir uns das mal an. Eine kurze, kleine Schanze. Mit ordentlich Wumms. Nein, das ist schlechter als vorher. Da ist der Winkel vorher besser gewesen. Hi Nadi, wie geht's? Oh Mann. Mein Stern ist weg. Abo läuft aber noch bis 13.04. Bei mir hast du noch einen Stern. Ich sehe deinen 3-Monate-Abo-Stern und dein Twitch-Prime-Krönchen. Ich sehe alles. Komisch. Mr. Railgun sieht deinen Stern auch. Na dann. Okay, Katka. Kommen jetzt Flachwitze.
wenn Leprechauns, nee, doch, wenn Leprechauns nicht ins Büro dürfen, machen die den Gnome Office. Ah, machen die dann Gnome Office. Verstehe. Ha. Wahrscheinlich. Felix, das passt schon noch. Ich kenne so... Okay, was haben wir? Habe ich das schon rückgängig gemacht? Weil das ist grundsätzlich, glaube ich, echt eine Idee. Dass man das wesentlich kürzer und steiler macht. Okay. Aber dann hat er nicht genug Momentum. Doch, 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 ja. Na also, ich dachte schon, das schaffen wir nicht mehr. Ausgezeichnet. Sehr gut. Auf ins Pilzkönigreich. Was das schon mit dem Flachwitzen, Katka? Ich dachte, da kommen jetzt mehr. Ich bin schon gespannt drauf. Von hier können wir ihn eigentlich abstürzen lassen, glaube ich. Was ist ein studierter Bauer? Ein Akademiker. Den kenne ich. Okay. Das wird unmöglich funktionieren. Oder? Meine Güte, es funktioniert. Perfekt. Kommt ein Frosch in den Milchladen. Fragt die Verkäuferin, was willst du denn? Sagt der Frosch. Milchspeiseprodukte. Nee, Quark hat Katka geschrieben. Ich finde meine Version besser. Wie nennt man ein verschwundenes Rindtier? Oxford. Was ist rot und sitzt auf der Toilette? Schreibt der Sir Drailgun. Ich weiß nicht. Was ist braun, kann fliegen und macht Kinder die Zähne kaputt? Die Toffifee. Oh Mann. Das wird nix. Wie soll ich an den Schlüssel kommen? Ui, das ist aber wirklich nicht leicht. Wie soll ich wirklich an den Schlüssel kommen? Hm. Oh, warte mal. Stimmt was nicht. Das wird schwierig.